Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tee. Ich betreibe hier der Aktienfinder.net, den Aktienscreener Wachstumswerte. Hier dreht sich ums langfristige Investieren von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und ich habe auch mein Bildchen mal wieder eingeblendet, damit man irgendeine Bewegung sieht am Screen, weil es wird jetzt wieder um was Allgemeineres gehen. Ein kleiner Blick über den Tellerrand hinaus. Und zwar, wer bist du, Trader, Investor oder Spekulant? Es ist ja so, dass der YouTube-Kanal, das ist jetzt eigentlich nur was, was nebenbei hier fungiert bei mir. Hauptsächlich mache ich ja den Aktienfinder, aber ein paar Abonnenten haben mir jetzt doch auf den Kanal gefunden. Obwohl ich übrigens nicht ein einziges Mal einen Hinweis gegeben habe, dass man hier abonnieren könne oder von irgend hier Daumen hoch oder irgend sowas. Das heißt hier mal vielen Dank an alle, die hier das Abo dagelassen haben oder mal einen Daumen nach oben dagelassen haben. Ich denke, ich habe hier überdurchschnittlich intelligente Zuschauer, weil, wie gesagt, nicht ein einziges Mal den Hinweis gegeben, dass man das machen kann oder könne. Vielen Dank an der Stelle. Jetzt aber noch zu dem Blick über den Tellerrand hinaus. Also, wer bist du, Trader, Investor oder Spekulant? Es gibt ja jetzt durch den, ja, immer begrenzten, aber immerhin Erfolg dieses YouTube-Kanals einige Kommentare auch und da lese ich dann immer unterschiedliche, ja, Glaubenssätze oder Strategien kann man es vielleicht auch nennen, raus vom Trader über einen Spekulanten bis hin zum Investor. Und es sind ganz grundlegende Dinge und wie man quasi die Welt sieht. Und ich denke oder ich möchte zum Nachdenken anregen, dass man mal seine Rolle vielleicht ein bisschen kritisch betrachtet, ob man mit dem, was man tut, zufrieden ist oder ob man es möglicherweise ins andere Lager wechseln möchte. Es gibt eben diese drei genannten Lager und die möchte ich einfach mal kurz darstellen aus meiner Sicht der Dinge. Ich habe hier keine Wikipedia-Definition mir angeschaut. Also wir haben den Trader, den Spekulanten, den Investor und der Trader, wer ist das bzw. was will er? Er geht, denke ich, systematisch vor und möchte in einem relativ kurzen Zeitraum Gewinne erzielen. Also ihm geht es darauf, er zielt darauf ab, sein Handeln Cashflow zu generieren, also Gewinne zu machen am Markt. Er setzt Instrumente ein oder ein Instrumentarium, das kann Charttechnik sein, Elliott-Wellen, relative Stärke beispielsweise, Momentumstrategien. Aber er hat quasi einen Baukasten, aus dem er sich seine Strategie zusammenbaut und der bleibt er treu. Und seine Plattform, das sind Trading-Plattformen, das sind meist installierte Software-Tools, wie eben beispielsweise die Trader Workstation oder andere. Sind also nicht diese klassischen 0815 Broker, die eher webbasiert arbeiten. Und diese Softwares, mit denen die Trader arbeiten, die sind normalerweise oder sind komponentenbasiert oft. Da kann man sich einzelne Dinge zukaufen. Zum Beispiel kann man sich Realtime-Kurse zukaufen. Da blinkt und tut es an allen Ecken und Enden. Und das ist, wenn man von der gemächlichen webbasierten Plattform eher kommt, oft dann vom 0815 Broker, dann ist es teilweise erstmal ungewohnt und ein bisschen hektisch, sage ich mal. Der Anspruch, den an so einen Trader gestellt wird, der ist relativ hoch. Das heißt, man muss sehr diszipliniert an seiner Strategie, bei seiner Strategie bleiben. Man muss auch gegen die Crowd, also gegen die Masse angehen, da dabei bleiben. Braucht man da eine starke Psyche auch. Man muss auch selbstkritisch sein. Und das Ganze führt dazu, dass man das professionell oder wenigstens semi-professionell machen sollte. Also das geht nichts, was man einfach mal so nebenbei aus dem Ärmel schüttelt und dann ist man Daytrader. Oder Trader an sich muss ja man kann ja auch über den Tag hinaus traden und Positionen halten. Und wie gesagt, das Ziel ist, einen möglichst stabilen Cashflow zu generieren unter Abwägung von Risiko und Chance. Dann haben wir eine andere Geschichte und das ist der Spekulant. Den treffen wir relativ häufig an. Das ist im Prinzip auf gut Glück an der Börse möglichst den Jackpot knacken. Das könnte so das Motto sein. Und er hat jetzt nicht so wirklich den Baukasten, behaupte ich wenigstens mal, sondern er ist überall sein Baukasten oder sagen wir eher der Spielplatz vielleicht oder Sandkasten, wo er sich rumtummelt. Das ist eigentlich überall da, wo es heiße Tipps gibt. Also Börsenforen, YouTube, also auch mein Kanal zum Beispiel. Wenn ich jetzt über Wirecard irgendwas gesendet habe, dann zieht es natürlich auch Spekulanten an. Facebook und Aktienmagazine, alles, was es eben so gibt. Und die sind dann auf den 0815 Online-Programmen, Plattformen insbesondere zu finden. Und der Anspruch an Spekulant oder Spekulant zu sein, ist eigentlich keiner. Ich meine, es ist ungefähr der gleiche Anspruch, wie wenn ich Lotto spielen möchte. Ich muss halt ein paar Kreuzchen setzen und dann da muss ich halt in der Lage sein, eine Kauforder abzugeben. Das ist jetzt nicht allzu viel. Und dann haben wir jetzt noch den Investor.
Und der Investor, dessen Anspruch ist eben systematisch, langfristig eine zufriedenstellende Rendite zu erwirtschaften, auch in der Abwägung von Chance und Risiko. Und er hat auch einen Instrumentenkasten an der Hand, dessen er sich bedient. Kein Sandkasten, Instrumentenkasten. Und das ist dann im Normalfall Fundamentalanalyse. Und da könnte man dann sagen, ich bin Value-Investor zum Beispiel oder ich fahre die Dividendenstrategie. Dann, das wären dann so gewisse Ausprägungen. Und hier reicht es als Plattform durchaus, wenn man auf einer 0815 Online-Broker-Seite unterwegs ist. Und der Anspruch, der ist niedriger als bei einem Trader, aber deutlich höher als beim Spekulanten. Verständlicherweise, weil beim Spekulanten ist der Anspruch ganz unten, meiner Meinung nach. Man braucht schon ein Grundverständnis von der Börse, also man muss wissen, was Aktien sind, wie sie die Preisbildung zustande kommt, wäre nicht schlecht. Und man sollte natürlich auch in der Lage sein, eine Aktie soweit zu analysieren. Das heißt, man soll gewisse Kennzahlen kennen, damit man Fundamentalanalyse soweit weitestgehend betreiben kann. Und braucht da dann logischerweise auch gewisse Webseiten oder Tools, wo man diese Daten bekommt und muss man dann auch damit in der Lage sein zu arbeiten. Beispielsweise der Aktienfinder oder irgendwelche anderen gibt es ja nicht. Gibt ja noch diverse andere Tools, die auch gut sind. Das heißt, die Anforderungen, die man da hat, sind im Prinzip die gleichen, auch wie beim Trader, nur in abgeschwächter Form. Also man braucht auch eine gewisse Disziplin. Wenn alle Leute sagen, sie verkaufen bei einem Crash, dann sollte man nicht auch verkaufen am Boden. Das hat auch entsprechend was mit der Psyche zu tun. Und man wird auch ab und zu sein, man hat auch gewisse Strategie, also ob man jetzt komplett Buy and Hold macht oder ob man jetzt sagt, man möchte vor allem unterbewertete Aktien kaufen. Und die Strategie darf man auch selbstkritisch durchleuchten. Das waren jetzt die Definitionen aus meiner Sicht der Dinge von Trader, Spekulant, Investor. Gehen wir dann zu den Erfolgschancen über. Und die Erfolgschancen sind beim Trader relativ gering, dass man da dauerhaft Geld verdient. Im Internet nochmal gegoogelt und da auch wieder auf die typischen Zahlen gestoßen von 90 bis 95% aller Trader. Da quietscht wieder die Tür. 90 bis 95% aller Trader verlieren Geld und hören dann auch irgendwann auf. Die meisten schmeißen das Handtuch nach wenigen Monaten. Das heißt, die Erfolgschancen beim Trading sind relativ gering und der Anspruch ist eben entsprechend hoch, da zu den wenigen zu gehören, die damit dauerhaft Geld verdienen. Beim Spekulant, klar, wie viele Leute gewinnen im Lotto und beim Spekulant wird das Verhältnis etwas besser sein, aber immer noch sehr niedrig. Und da ist auch übrigens interessant, dass ich denke, viele Spekulanten würden, wenn man sie fragt, sagen, sie sind Trader, weil sie es erstens besser anhört und zweitens, weil sie es nicht besser wissen und sie einfach denken, wenn ich kurzfristig hin und her mache, dann bin ich halt automatisch ein Trader. Aber das ist aus meiner Sicht der Dinge eben nicht richtig. Gibt auch interessante Untersuchungen, unter anderem zum Beispiel, dass in Taiwan eine Lotterie, ähnlich wie Lotto, eingeführt worden ist. Weiß nicht mehr genau das Jahr, Anfang der 2000er, glaube ich. Da sind dann relativ schnell die Zahl der Trades gefallen bei den Online-Plattformen um 25%. Das heißt, die Leute haben dann quasi ihr Glück im Lotto gesucht, anstatt an der Börse. Und wir haben also den Trader, wir haben den Spekulanten, die beide eher geringe Erfolgsaussichten haben. Und dann haben wir den Investor. Und ich meine, dass man als Investor deutlich die höchsten Erfolgsaussichten hat, an der Börse seinen Schnitt zu machen. Warum? Weil es für Investoren im Prinzip nur zwei Grundbedingungen gibt, die sie beachten müssen, damit sie erfolgreich sind. Und das eine ist, man muss auf erfolgversprechende Aktien setzen. Da gibt es ja hier die Strategie im Aktienfinder, wo es darum geht, Unternehmen zu finden, die ihren Gewinn langfristig steigern. Das ist ja mein Standardsprüchlein, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Das ist die Geschichte und da ist auch schon in dem Wort langfristig quasi die zweite Grundbedingung drinne. Man muss die Zeit für sich arbeiten lassen. Und wenn das zusammenkommt, wenn man also ein Portfolio hat von Aktien, die zu Unternehmen gehören, die wissen oder die ihre Gewinne langfristig steigern können und man dann eben auf diese langfristige Zeit eben auch nutzt und es laufen lässt, dann denke ich, hat man beste Chancen, an der Börse erfolgreich zu sein. Und das Fazit von dem kleinen Video, ich möchte mal vorschlagen, dass man sich fragt, wer man eigentlich ist von den dreien und ob man vielleicht auch eine Mischform hat. Ich beispielsweise bin sowohl Investor als auch Trader. Das heißt,
Meistens bin ich Investor und langfristig investiert, aber ich habe ja auch dieses Cashflow-Depot, wo ich mit Aktienoptionen ja auch arbeite, um eben diesen Cashflow zu generieren. Das ist eben was Trader-typisches auch, einen höheren Cashflow, als es nur Dividenden erlauben. Und da bin ich eben auch kurzfristiger unterwegs, habe da eben auch meinen Baukasten und mein Regelwerk, wie ich da vorgehe, bin also Investor. Und zum Teil auch Trader, bin aber kein Spekulant. Jedenfalls sehe ich mich nicht so. Und da nochmal mein Vorschlag: Überlegen Sie sich mal, was Sie sind und gegebenenfalls, ob Sie was ändern möchten. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.